Was war das Peinlichste, was euch in einem Vorstellungsgespräch passiert ist? Nicht ich, aber eine Freundin hat sich auf eine Ausbildungsstelle als Sozialversicherungsfachangestellte beworben. Im Assessment Center sollte jeder einen Vortrag halten. Das Thema war sowas wie: Worauf legst du Wert beim Sofa? Es wurde nicht näher benannt, was mit Sofa gemeint war, und da sie die erste war, welche vorgetragen hat, hielt sie einen Vortrag über breite und bequeme Liegeflächen. Mit Sofa war natürlich der Beruf Sozialversicherungsfachangestellte gemeint. Habe die vakante Stelle im Vorstellungsgespräch Job genannt. Gespräch wurde dann seitens des AGs nach 10 Minuten beendet, weil er nicht nur Jobs, sondern wertvolle Arbeitsplätze anbietet. Das Wort Job sage ich seither nicht mehr. War, glaube ich, besser, dass du da nicht gelandet bist. Der Arbeitgeber ist größere rote Flagge, als alles, was je in Moskau gehisst wurde. Kurz vor Schluss des Bewerbungsgesprächs kommt unerwartet der Konzernboss für 2 Minuten rein und hört mit zu. Wir sind fertig. Er steht auf, will mir einmal kurz die Hand schütteln und ich reiche ihm stattdessen unsere benutzten Wassergläser zum Abräumen. Habe mich im Auto umgezogen, weil 2 Stunden Fahrzeit im Hemd hatte ich keinen Bock drauf. Packe das neue Hemd aus. Es ist ein Kurzarmhemd. Hatte mal aus Versehen den Lebenslauf von meinem Bruder gesendet, da ich meinen und seinen mit fast gleichem Dateinamen gespeichert hatte. Nach dem Gespräch meinte dann der Personaler: Okay, das Gespräch mit Ihnen hat mir gefallen, aber welcher Vorname ist denn jetzt Ihrer? Aus Scham habe ich die Firma dann geghostet. Das ist der Weg. Bin über 2 Stunden zu spät gekommen. Hab den Job aber gekriegt. War's bei UB? Nein. Denn da hätte ich den Job nicht bekommen. Da wären ja die anderen nach 2 Stunden noch gar nicht da gewesen. Können Sie mir etwas über HTTPS erzählen? Entschuldigung. Ich glaube, ich habe gerade alles vergessen, was ich je gelernt habe. Arbeite immer noch dort. Wie lief es dann weiter? Irgendwo musst du ja doch noch ordentlich gepunktet haben, sei es nur aufgrund der Sympathie. Können Sie denn googeln? Dann herzlich willkommen. So ist jedenfalls meine Erfahrung mit Bewerbung bei IT-Betrieben mit Wissenslücken. Habe ein Angebot eines Getränk quer über den Tisch, meine Gesprächspartner und mich selber verteilt. Hat ein Bewerber bei mir auch schon gemacht. Habe ihn dennoch eingestellt. Hin und wieder haben wir uns erinnert und drüber gelacht. Sind beide jetzt in anderen. Hab vorab geschaut, was die Firma so macht und welcher Hintergrund etc. Hab dann auf die Frage hin auch fleißig über den Laden erzählt und sogar ein paar Daten und Zahlen nennen können. Stellt sich heraus, war die falsche Firma, hieß nur fast gleich. Kenne ich nur von der anderen Seite. Eine Bewerberin hat vor Aufregung direkt in mein Büro gekotzt und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Danach machte ich mir schon andere selbst Gedanken. Erinnert mich an jemanden, dem im Vorstellungsgespräch eine Hämorrhoide geplatzt ist. Online-Interview. Ich bin sehr spät von der Arbeit gekommen und hatte nur 10 Minuten mich anzuziehen und besaß noch keinen Spiegel in der Bude. Natürlich habe ich das Hemd falsch geknöpft. Natürlich habe ich es erst gemerkt, als die Kamera anging. Ich habe dann eine Stunde wie der Denker gesessen, sodass man das Hemd nicht sehen kann. Der Schmerz war real. Aber Job bekommen. Bewerbungsgespräch bei der Telekom. Nach mehreren Teamaufgaben sollte ich in einem Einzelgespräch abschließend etwas auf einem Whiteboard skizzieren und erklären. Nun lagen auf dem Tisch aber nicht nur Whiteboard-Stifte, sondern durch die vorherigen Teamaufgaben auch Edings. Nun ja. Die Bewerber nach mir brauchten sich dann zumindest nicht mehr die Mühe machen, etwas auf die Tafel zu schreiben. Stand ja alles schon da. Und ging auch garantiert nicht mehr weg. Sie sagten, sie würden sich bei mir melden. Bin 2 bis 3 Minuten spät gekommen, weil ich der Wegbeschreibung auf deren Website vertraut habe. Vorab Überprüfung bei Google Maps sah okay aus. Vor Ort stand ich vor einem 3 Meter hohen Zaun zu einer Privatstraße einer Firma, welche abgeschlossen war. Bin diesen dann hochgeklettert, um ihn zu überwinden. Der Anzug war dann etwas angezogen und kam so dort vor versammelter Mannschaft an. Die Geschichte fanden sie jedoch amüsant und das Bewerbungsgespräch konnte beginnen. Die Wegbeschreibung wurde einige Tage später auf deren Website angepasst. Wurde letztlich nichts, weil sie nach 3 Wochen einen weiteren Bewerbungstermin ausmachen wollten. Da hatte ich bereits einen anderen Job angenommen. Vorstellungsgespräch bei einem Familienunternehmen geführt von 2 Brüdern. Habe Infos über die Firma gegoogelt, um mich vorzubereiten, und als ich im Gespräch saß, vor Nervosität einfach alles runtergeleiert, was ich davor gelesen habe, inklusive der Inhaftierung der Chefs wegen Steuerhinterziehung. Den Job habe ich trotzdem bekommen, habe aber noch in der Probezeit wieder gekündigt. Eine Personalerin erwischt, die frisch von der Uni kam. Der zukünftige Chef war vollkommen genervt, dass ich überhaupt eingeladen war, während die Personalerin am iPad Wort für Wort meine Antworten auf die Standardfragen wie viele Smarties passen in einen Smart und ähnlich aufgeschrieben hat. Und dann hat sie es so lang gezogen, dass es die unangenehmsten 3 Stunden meines Lebens waren. Mir war das Ganze endlos peinlich. Wie sehen Sie sich in 5 Jahren?
Als mehrfacher Familienvater, ich fand's witzig, die zwei Anzugtypen Geschäftsführer nicht so. War dann recht peinlich, weil die dachten, ich wäre dumm und haben probiert, mir zu erklären, dass es hier um berufliche Ziele geht. Es war eine Helferstelle in einer Straßenbaubude. Ich dachte selbst, dass die 5-Jahres-Frage nicht wirklich ernst meinen können. Nebenjob im Studium. Bisher hatte ich immer sehr entspannte Nebenjobs, wir haben uns von Beginn an geduzt und ich habe das Thema auch nie super ernst genommen, da es 450-Euro-Jobs waren. Bei einem Bewerbungsgespräch für einen neuen Job habe ich dann ganz höflich gefragt, ob ich duzen darf, weil ich es bisher so kannte. Die ernsten Herren in Grau, die das Einräumen von Supermarktregalen sehr ernst genommen haben, meinten nur strikt nein, das geht nicht. Habe den Job auch nicht genommen, solche Jobs gibt es wie Sand am Meer, da kann man sich wenigstens einen mit einer lockeren Atmosphäre nehmen. Hab eine riesige rote glänzende Vase von einem kleinen Beistelltisch neben der Tür geschubst, das hat ziemlich gescheppert, aber das Ding ist ganz geblieben. Die Aufmerksamkeit der beiden Chefs hatte ich jedenfalls. Ach ja, und beim Test vorher hab ich glatt mit der falschen Mehrwertsteuer gerechnet, die war da schon ein gutes Jahr keine 16% mehr. Die Vase habe ich die nächsten 3 Jahre dann noch ein paar Mal umgeworfen, selten hässliches Teil. Bin 5 Minuten vor dem Gespräch in Code getreten. Abonniert für mehr. Liebe Grüße, euer Koalamann.